Hallo und herzlich willkommen zurück bei T4rest. Ja, und irgendwie schliert er gerade ein bisschen nach. Vielleicht liegt es daran, dass ich im Hintergrund gerade heimlich was installiere. Ich weiß es nicht genau. Wir haben jedenfalls eben nach, ich musste glaube ich viermal laden oder so, wir haben endlich wieder Essbares. Das heißt, wir haben wahrscheinlich auch bald wieder ein... Das war ein Vogel. Wir haben wahrscheinlich auch bald wieder Eingeborene. Drüben die Blueprints wurden gespeichert. Man sieht es da hinten. Endlich, jetzt wo wir sie nicht brauchen, werden sie gespeichert. Das funktioniert gut. Und dafür werden... Ich glaube, die Baumstümpfe wurden gespeichert. Ne, ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Machen wir gerade ein bisschen Licht. So, bringt hier im Wasser natürlich relativ wenig. Die Baumstümpfe wurden gespeichert. Alle, hier auch. Habe ich noch gar nicht geschaut. Ja, sieht gut aus. Baumstümpfe wurden gespeichert, aber das Holz, was übrig war, die ganzen Loks, die fehlen leider. Die sind allesamt hinfort. Fujikato, die sind weg. Die können wir nicht mal benutzen. Aber dafür haben wir da drüben eine Brücke. Wir haben super Blueprints. Und ich habe gehört, mit einer Mod, mit der Unbalanced Mod oder Balanced Mod, ich weiß nicht mal, wie die hier heißt. Verdammt nochmal, die wollte ich installieren. Da kam gerade der Patch raus, da ging das nicht. Mit der kann man wohl auch Blueprints, die man gesetzt hat, ich nenne die Dinger jetzt einfach Blueprints, Blaupausen. Mit der kann man die dann auch wieder abreißen, wenn man möchte, mit C. Ich probiere gerade mal, ob das so geht. Wahrscheinlich nicht. Ich probiere mal aus. Wahrscheinlich nicht. So, ja, ja, schnaufen kannst du später. Ich drücke auf C, es passiert gar nichts. Wir brauchen diese Mod dafür, das machen wir dann aber entweder in der nächsten Aufnahme oder vielleicht ist da schon wieder ein Patch draußen, man weiß es nicht genau. Jetzt momentan ist es zappenduster wie im Rattenarsch, da sehe ich gar nichts hier gerade. Sollte es nicht eigentlich... Wieso ist es denn nachts? Ich gehe nochmal schlafen gerade. Wir beginnen die Folge damit, dass wir schlafen gehen. Wir haben jetzt zwei Folgen exzessiv Brücken gebaut. Ich kann mir schon die Kommentare vor... Ja, es hat ja lange gedauert, bis es wieder anfängt zu regnen. The Rainforest ist das hier. Jedenfalls, was wollte ich sagen und nicht lügen? Ich kann mir schon die Kommentare vorstellen, weil wir jetzt zwei Folgen die Brücken gebaut haben. Wir kennen Ähnliches ja schon von Minecraft, wenn wir da gewagt haben, eine Folge lang womöglich das Gleiche zu tun. Oder zwei Folgen, über zwei Folgen lang was zu bauen. Da ist natürlich Polen offen. Das ist natürlich unverzeihlich, wie man es wagen kann in einem Survival-Spiel, wo man etwas bauen kann, auch etwas zu bauen. So, ich habe mir aber vorgenommen, weil ich das Brückenbauen selber auch nicht unbedingt so spannend fand. Ich suche jetzt mal was zu essen hier gerade. Warte. Ja, ein bisschen Feuer. Und dann nehme ich mal... Ja, nehme mal unsere Steinaxt. Mist, jetzt habe ich das im Auge. Super, ich hoffe, das ist weg. Wahrscheinlich eine Wimper, die mir direkt in die Iris sticht. Dass es die Augenflüssigkeit mir gleich die Wange runterläuft. Aber ich spiele einfach unbeirrt weiter fürs Let's Play. So, Licht bitte. Danke. Ich habe hier vorhin ein Hoppelhäschen gesehen. Bevor ich die Aufnahme gestartet habe, ich habe ja gesagt, in der nächsten Folge machen wir so weiter. Hey, Hoppelhäschen. Ich habe ja gesagt, in der nächsten Aufnahme machen wir so weiter, dass wir wieder Futter haben. Das hat funktioniert. Und entgegen meiner Befürchtungen hat es tatsächlich funktioniert, auch die Blaupausen zu speichern, egal wie doof diese nun gesetzt sind. Aber ich vermute mal, mit einem zukünftigen Update wird da wahrscheinlich auch ein bisschen was gemacht. Wieder ein Kaninchen? Ich brauche Lurche. Wird da wahrscheinlich auch was gemacht? Kann ich anzünden? Ja. So, dann haben wir hier ein bisschen Licht. Ein Lurch! Ein Lurch! Alter! Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Kaninchen? Kaninchen? Lurch! Wo ist denn der Lurch? Du alter Lurch, du. Du bist so Lurch. Deine vollen Lippen, sie schmecken nach Lurch. Ist schön einfach. Kann man auch mal seiner Liebsten sagen. Einfach mal nach dem Küssen sagen, oh, du schmeckst voll nach Lurch. So. Wir haben etwas zu essen klabustert und ich würde sagen, den Lurch hauen wir gleich mal auf den Grill. Und dann würde ich gerne tatsächlich, weil wir jetzt die ganze Zeit hier waren, jetzt haben wir auch die Festung gebaut, wir haben eine Falle, das ist alles total super. Ich habe ein paar Sachen auf dem Zettelchen, die ich gerne... Was ist denn da hinten eigentlich drauf? Irgendeine Rätsel... Ach, das war von Kingdoms of Amalur. Das Steinrätsel habe ich mir hier aufgeschrieben. So sieht das aus. Und hier habe ich mir die Notizen für Forest gemacht. Entschuldigung, ich muss... Jetzt ist das Ding runtergefallen. Mist, Moment.
Hallo. So, das regnet, ist der Zettel nass geworden. So, aber genug Faxen hier vor der Cam. Jetzt erstmal, Feuerchen machen. So, ein bisschen Blätter drauf. Damit die Eingeborenen auch genau wissen, wo wir sind. So, und dann Cookie. Lecker Cookie. Warum heißt es eigentlich Cookie auf Englisch? To cook heißt ja kochen, aber ein Cookie wäre dann ja ein Kochi. Nicht ein Keks, sondern ein Kochi, wenn man das richtig übersetzen würde. Ich esse jetzt mal ein Kochi. Hat auch einen YouTube-Channel, die Kochis. Da machen die Kochmanns so lustige Sachen. Wie zum Beispiel Musikparodien, die es noch gar nicht gibt. So. Jetzt esse ich mal ganz kurz. Ja, ein voller Bauch tut's auch. Wir haben... Ich nehme mal das Ding hier mit. Das ist mir die Lieblingsaxt. So. Ah, scheiß Wetter. Ich hoffe nur, die Eingeborenen sind bei dem Wetter auch nicht umtriebig. Ganz ehrlich... Dachte ich gerade, ich habe einen gesehen, aber es sind vielleicht die drei Spatzen. Hörne. Wo ist er hin? Psst, nichts sagen. Ah. Du. Scheiße. Jetzt, Alter, wie aktiv, wie hyperaktiv sind denn die Lurche? Im Wasser sehe ich gar nichts, weil es nur noch dunkel ist in diesem Spiel. Man muss ja mal ganz kurz, solange es regnet ja die ganze Zeit. Ich wollte mal ganz kurz... Ich glaube, ich schlage zu, wenn ich im Menü was benutze. Color Grading Original gibt es ja hier auch. Modern, Washed Out, Warm Dance. Es gibt ja verschiedene Farbstufen hier. Blockbuster Warm, Dark Blue, Epic. Ich nehme mal Epic. Okay, ob mir das jetzt besser gefällt, weiß ich nicht. Zumindest sehen wir ein bisschen besser. Da ist ein Karnickel. Trotzdem haben wir immer noch diesen komischen kleinen Grauschleier drüber. Den seht ihr nicht wahrscheinlich, weil ich ja immer filtere. Ich glaube, ich mach mal das ein bisschen zu krass aus, zu grün. Options. Statt Epic nehmen wir mal Dance. Das geht überhaupt nicht. Eingeborene. Ich wollte doch nur einen Lurch jagen. Er jagt nur einen Lurch, er jagt nur einen Lurch. Da kommen die drei Brüder und nehmen ihn ordentlich durch. Was? So, wir müssen ein bisschen warten. Alter, die Farben gehen überhaupt nicht. Krieg ja gerade Augenkrebs so ein bisschen, meine Augen bluten ein bisschen. Ist eigentlich ganz, sieht eigentlich ganz cool aus, aber für das Spiel hier können wir es nicht gebrauchen. So, huch. Dance, Blockbuster, Super, Texas, Aged, Blockbuster, Warm. Probiere ich gerade mal. Ich bleib beim Original, glaube ich. Ich traue mich mal ganz kurz in die Option zu gehen. Man kann es hier ein bisschen heller machen. Nimm. Ich bleib mal beim Original. Gefällt mir irgendwie immer noch am besten. Ich weiß nicht warum. Kann ich jetzt die Beete wieder benutzen? Nee. Hä, was war das gerade für ein... Ich hab gar nicht gecheckt, was das für ein Overlay war gerade. Plingploing? Die Herrschaften? Wo sind die Herrschaften hin? Da mal weg. Hallo? Da brat mir einer einen Lurch. Ich gucke immer aufs rote Licht, nicht in die Kamera. Das ist voll irritierend, weil neben der Kamera direkt ein rotes Licht ist, das die gerade aufnimmt. Oder aktiv ist. Das ist... Rüstung! Survival! So, das haben wir. Okay, die Eingeborenen sind wieder da. Die waren letztes Mal tatsächlich einfach weg. Genauso wie Lurche und auch die Hasen. Ach! Ich hab grad ein komisches Geräusch gehört. Ich dachte gerade, die Bäume wachsen nach, aber das sind, glaube ich, vielleicht wachsen die Bäume ja auch nach. Wäre natürlich ein bisschen zu schnell. Weißt du was? Huch! Ich wollte eigentlich diese hier nehmen. Das wäre ein bisschen zu schnell, aber ich sehe jetzt überall diese kleinen... Diese kleinen Bäumchen hier, diese kleinen dünnen Ästchen.
sich jetzt hier überall sprießen. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir die Bäume weggeräumt haben. Ich würde jetzt gerne, das habe ich, ich starte mal einen Timer gerade. Die Folge wird sowieso wieder Überlänge haben, ich weiß es genau. Was wollte ich sagen und nicht lügen? Wir haben jetzt so lange hier bei unserer Basis verbracht, dass ich dachte... Was ist ein Bären? Hey, guck mal, wer da hinten ist. Dass ich mir so dachte, naja, wenn wir schon so viel Zeit da verbracht haben, sind da Fische? Nein. Nur Steine. Dann können wir eigentlich auch mal weiterziehen. Und ich nehme bewusst die Flärgern. Nicht zum Ärgern, sondern um ein bisschen weiterzukommen. Ich habe nämlich etwas vor. Und ich habe keine Lust, jetzt wieder um Eingeborene rumzulaufen. Jetzt laufen wir einmal mal mit dem Mang. Die machen das bei uns auch ständig. Die backen uns ständig tot. Also. Oh. Sieht der gar nicht. Oh. Silvester, feiert mit mir. Oh, die Flärgern ist alle. Oh, Mist, die ist gefixt. Die hat nicht mehr unendlich Muni. Scheiße. Okay, er haut auf jeden Fall ab. Wir sind wieder blutig. Haut der auch wirklich ab? Ich weiß es nicht genau. Und so startete der Krieg. Sie oder wir. Einer musste bezahlen. Einer musste bluten. Und zwei mussten brennen. Einer musste rennen. Die Leichen sind auf einmal verkohlt. Gab es wieder ein Update? Guck mal da hinten. Wer uns da beobachtet. Ich hätte gern Fernglas. Ich wette, Ferngläser kommen auch noch. Ja, wer beobachtet uns denn da? Ich lasse den mal. Ich ziehe weiter. Ich suche keinen Streit. Nur ein Plätzchen, wo ich bleiben kann. Hüpzup. Follow me. Da kommt er zurück. Der ist einfach nur abgehauen. Ich dachte, der holt jetzt seine Kumpels, aber in Wald ist er nur abgehauen. Der feige Hund. Na gut, ist kein feiger Hund. Ich mache es ja genauso. Der strategische Hund. Der strategische Hund hört sich an wie ein Buch in der Kriegsführung. Okay, wir sind wieder Ungri. So, ich laufe mal ein bisschen. Ich muss ja nicht die ganze Zeit wandern. Ich weiß jetzt gar nicht, wo wir hinwandern. Ich suche natürlich wieder die Stelle A, wo wir fischen können. Und B, die Stelle mit dem Ausguck. Ich wandere jetzt auch am Strand entlang. Und rede komisch. So, du Ruwusch. Und wir müssen bald mal wieder ein bisschen einen Happen pappen. Gott sei Dank können wir wieder einen Happen pappen. Happa. Happa. Nein, jetzt keinen Happer. Happa. Wer kennt's? Na gut, komm mal her. So. Mal jetzt nicht vor der Webcam. No breastfeeding in front of Webcam. Oh, guck mal hier. Ach, weißt du, was wir auch mal machen können übrigens? Das habe ich eigentlich auch so noch gar nicht gemacht hier im Let's Play. Das habe ich nur außerhalb des Let's Plays gemacht. Aber im Let's Play denke ich da nie dran, weil ich immer am mich verquatschen bin, glaube ich. Genauso wie ich selten in die Webcam gucke. So. Sammle ich mal alles ein. Hey, noch einen kleinen Schnaps. Liegt hier einfach der Küstennebel in der Gegend rum. Ich freue mich ja. Muss ich nicht zum Kiosk laufen. So, hier sind momentan keine Eingeborenen in der Nähe. Haben wir hier nicht irgendwo auch... Nee, das war irgendwo anders. An einer Landzunge im Ozean haben wir natürlich auch was gebastelt. Wir haben... Cloth haben wir auch. Ich bin so doof. So, hallo? So. Wir haben... Ach, Mann. Da. Ich krieg immer daneben. Ich weiß nicht warum, ich krieg immer daneben. Muss der Alkohol sein.
sehe da hinten zwei Gestalten, aber ich weiß gar nicht, ob das Eingeborene sind. Ich werde schon paranoid, aber ich glaube, das ist ja auch der Sinn und Zweck des Spiels. Paranoide Wahnvorstellungen sind mein einziger Freund im Leben. Ja, diese lassen mich nie im Stich. Und dich, und dich, und mich, mich, mich. So. Oh, Geld. Das Geld liegt auf der Straße. Wahrscheinlich von ehemaligen dicken Touristen, die eine Pommes kaufen wollten am Strand. Oh, da liegt ein dicker Tourist, der eine Pommes kaufen wollte am Strand. Okay, haben wir denn hier ihr Vögelchens? Was wollt ihr mir zeigen, hm? Ich wollte doch den Vogel nicht schlagen. Das geht doch gar nicht. Oh, eine Feder, die nicht gespeichert wird. Ist egal, ich schnapp mir die Feder trotzdem. Was wir haben, haben wir. Was ist das da hinten? Fische! Keine Eingeborenen in der Nähe. Wir haben Fische in der Nähe und keine Eingeborenen. So langsam, Na, ich bin noch nicht besoffen. So. Ach, das ist ein Seestern. Esse ich auch, ist mir egal. Sonst, ach, guck mal da hinten, die drei Stooges laufen da hinten über den Strand. Na, jetzt hier. Die kommen aber nicht hierher, die latschen da hinten schön entlang und sehen mich hier zum Glück nicht fischen. Sonst würden sie mich wahrscheinlich auslachen. Ich will nur ein bisschen das Wasser, ne, durchschwirbeln. Dann schmecken die Fische besser, wenn man den vorher einen Whirlpool baut. Ach, guck mal, die bleiben stehen. Ich hock mich mal gerade hier hin. Ist ein bisschen, ist pisswarm das Wasser. Wahrscheinlich ein Planschbecken. Wenn im Sommer immer das Kinderplanschbecken in so ein Fanta-Spaßbad umgewandelt wird. Huch. Na. Ah, can't carry any more raw fish. I can't carry any more raw fish. Alter, hier, wie sieht's da wieder aus? Wenn das weiter so geht, hier spiegelt sich gerade ein Wasser, deswegen war ich abgelenkt. Ich habe eine Flasche Wasser hier stehen. Wenn das weiter so geht, brauchen wir eine größere Decke im Inventar. Wo sind die drei denn hin? Die verschwinden immer so schnell. Ich bin der Zahnarzt! So. Da ist das eine Botili, das kennen wir ja noch. Okay, hier haben wir wieder Alkohol. Ich freue mich sehr. Da können wir wieder ein paar Mollys machen, die wir hoffentlich auch mal benutzen werden. Ich verspreche, wir werden sie benutzen. Auch das wurde sich sehr oft gewünscht, dass wir Mollys benutzen. Natürlich. Ich bin nur immer zu verpeilt. Ich will die benutzen, aber ich denke nie dran. Ich bin wieder denke dran, Jos, aus der Sesamstraße. Ich brauche immer ein Lied, um mich dran zu erinnern. Mollo, 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 Toff. Schmeiß doch ein, wird er dir schroff. Triffst du ihn dann auch an Kopf? Dann brennt der Schopf. Keine Ahnung. Mollo, 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 Toff. La, 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 la. Ist ein schönes Lied. Ich hätte Kindergärtner werden sollen, dann hätte ich da schöne Lieder verbreiten können. Und da sind die Koffer. Ich gucke trotzdem nach den Eingeborenen. Sie sind aber weg. Und ich bin da. Und du mit mir. Ein Ball. Weg mit dem. So. La 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 la. Liegt da Geld? Man kann mit dem Stock natürlich auch am Strand rumstochern. Oder auch mit dem Arm. Ich möchte mal was probieren gerade. Wir haben ja hier, ne? Den haben wir ja. Das geht nicht. Na gut. Dann mache ich mal weiter unsere kleine Stein... Alter, ich kann die gar nicht klicken, weil hier immer alles voll ist. Oh, wir brauchen Energie und wir müssen was essen. Vielleicht sollte ich doch mal ein Lager aufschlagen. So. Den Ball lasse ich liegen. Hüpsa. Ich weiß auch gar nicht, warum man die Bälle nicht im Inventar haben kann. Das ist mir ein Rätsel. Man kann einen mitnehmen, hat ihn aber sofort in der Hand. Was ihn eigentlich auch denkbar ungeeignet macht. Nee. Um Eingeborenen abzulenken. Und da muss man immer wieder erstmal die Axt ausrüsten, wenn es denn geht. Na komm.
Immer gucken, dass die nicht in der Nähe sind. So, Medizin. Wieso rutschen mir da und die Koffer vor die Füße? Voll die grobe Füße einfach. Uah, Alter, ich bin so stark. So, Klos nehmen wir auch mit. Guck immer nach den Eingeborenen, weil wir gerade momentan nicht so frisch sind. Haben wir jetzt alles geöffnet hier. Hier ist geöffnet, geöffnet, geöffnet. Geöffnet, geöffnet. Da sind auch zwei Wodka-Pullen. Das da drüben sind Sticks, die brauchen wir nix. Und dann mache ich da drüben an der Landzunge ein Lagerfeuerchen. Hier schnapp ich mir noch ein bisschen Kleingeld. Hier nochmal. Haben wir hier noch irgendwas? Nee. Kleingeld. Dass die Eingeborenen einem auch keine Falle stellen. Ob das später noch kommt? Dass die irgendwo irgendwelche Items hinlegen oder drapieren, von denen sie wissen, aha, die sammelt man eventuell. Boah, wie geil das hier aber auch aussieht mit der Schildkröte dann auch. Manchmal komme ich mir ja vor wie so Naturfilme. Scheiße, ich kann ja gerade gar nicht rennen. So, ich guck mal ganz kurz, hier hinten hatten wir, glaube ich, hatten wir hier nicht mal ein Lagerfeuer? In der ersten Folge dieser, dieses Spielstandes, oder dieses Safe Games. War das hier? Das muss hier gewesen sein, da hinten ist die Landzunge, wo der Baum draufsteht, der Heilige. Aber ich sehe das Lagerfeuer nirgends. Wir haben seitdem ja nicht mehr neu angefangen, ne? Das müsste eigentlich hier gewesen sein. Hä? Ach, die drei stehen am Strand. Da, wo wir gerade noch waren. Genau da am Boot. Ach, krass. Na, ich hoffe mal, ich kann hier unbehelligt ein Lagerfeuer hinbauen. Okay, Main Index. Fire. Ich mache ein Fire. Ich mache ein Basic Fire. So, dann hänge ich mir... Ja, ich nehme erstmal einen Fisch. So, weil Fische haben wir noch ein paar am Start. Die haben da hinten jetzt auch so ein Totem aufgestellt und rennen weiter. Nicht, dass die jetzt den Strand absuchen. Oh wei, oh wei. Ich will doch nur was essen. Da ist unser Lagerfeuer, glaube ich. Okay, ich glaube, hier sind wir noch ein bisschen safer als mit dem Lagerfeuer da vorne. Ich weiß es gar nicht. Ich gucke gleich nochmal. Ja, hier ist unser Lagerfeuer und da ist auch das Ding zum Pennen. Können wir sogar noch benutzen. Also wenn es jetzt dunkel wird, können wir da nochmal schnell schlafen gehen. Auch die Möwen wissen diesen Komfort zu schätzen. Und ich habe fast das Gefühl, es wird tatsächlich gerade dunkel. Jau. Sonne geht gerade unter. Wir können also gleich hier die Rast nutzen. Wie praktisch eigentlich, dass wir das hier haben. War genau der Laufweg. So, ob es was bringt, weiß ich nicht. Ich speichere hier mal ganz kurz. Dann wird es wahrscheinlich gleich Nacht. Jo, es ist Nacht. Ich weiß gar nicht, ob man das auf YouTube sieht, die Sterne, die ganz klein sind jetzt. Die haben sie ein bisschen hochgepatcht. Dann schlafe ich nochmal, dann ist es morgens, hoffentlich. Sehr gut, wir sind hier an einer Stelle, wo wir zum Glück nicht gestört werden von den Ureinwohnern. Jetzt muss ich aber trotzdem mal warten, bis es ein bisschen heller wird, weil momentan sehe ich gar nichts. Andererseits sehen vielleicht auch die Ureinwohner nichts. Man weiß es nicht. Die Außerirdischen natürlich, meine ich. Entschuldigung, ich verwechsel das immer. Problem ist, ich sehe wirklich gar nichts. Da hinten sehe ich Haie. Da schwimmen Haie da hinten. Ich weiß gar nicht, ob ihr es gerade sehen könnt. Weil es hier wirklich sehr dunkel ist. Außer da drüben, da ist es sehr hell. Nur hier, wo wir sind, ist es sehr dunkel. So.
Ich gehe jetzt einmal davon aus, dass Eingeborene mal Licht dabei haben. Notfalls haben wir ja gerade gespeichert. Wir sind also nicht gleich ganz tot. Was liegt hier? Ein Stein. Was liegt da? Flaschen. Okay, ich hoffe, ich kann die alle mitnehmen. Für Haie müsste es hier eh zu flach sein. Ach, das sind diese komischen grünen Schlabberdinger hier. Na super. Okay, hier ist also auch ein Lagerfeuer. Das ist gut zu wissen. Ich habe jetzt auf E zum Aufsammeln gedrückt. Ich wollte das gar nicht anzünden, aber immerhin haben wir jetzt diese ganz tollen Schlabberviecher hier überall rumfliegen. Und komischerweise kann man das kleine Feuer offenbar auch wieder anzünden. So, wir nähern uns der heiligen Stätte der Eingeborenen. Die wollte ich übrigens immer gerne mal mit einem Palisadenwall abgrenzen. Ich weiß aber nicht, ob uns das gelingen wird. Dazu müssten wir ja sehr viel bauen und ich glaube, da bei diesen heiligen Orten sind immer viele Patrouillen und auch große Patrouillen, haben wir ja schon gesehen. Das heißt, da können wir nicht einfach so irgendwas vorsetzen. Wir können es natürlich probieren. Ehrlich gesagt, würde ich es auch gerne probieren. Ich weiß, ist vielleicht ein bisschen größenwahnsinnig, aber ganz ehrlich. So, zum Glück wird hier immer wieder neuer Schnaps angespült. Da freue ich mich sehr. Geld auch. So, hier ist der fette Anker. Und da hinten ist das Segelboot. Da müssten wir eigentlich mal hin. Hier haben wir auch Fische. Und wir sollten das... Ein Vorschlag aus den Kommentaren war übrigens auch ein Floß zu bauen. Und ich wüsste gar nicht, wo man es besser kauen könnte. Was ist denn los? Wo man es besser bauen könnte als eigentlich hier in der Gegend? Guck mal, Jürgi Möw. So. Oh Gott. Ich schnapp mir hier mal... Ich dachte gerade, da steht einer. Das war nur der Felsen. Ich schnapp mir hier mal den ganzen Krempel. Die beiden Boards haben wir mitgenommen. Wir können theoretisch eine Bombe bauen. Guck mal, hier schwimmen die Schildkröten gerade rum. Ist ja süß. Was? Alter. Schildkrötensuppe. Ich hab sie... Die ist plötzlich gestorben. Ich weiß. Bestimmt. Ich übe das schon mal provisorisch. Kann man sich später, kann man später Schildkröten essen? Es tut mir leid, dass wir die gerade umgebracht haben. Ich musste es veranschaulichen. Man kann die 100% später essen und den Panzer nutzen, um sich eine Rüstung zu bauen. 100%. Entschuldigung, ich gucke hier mit den Augen immer auf den Monitor, um zu gucken, ob da nicht irgendwo Eingeborene sind. Hallo? So, wir müssen auf die Yacht. Oh, die Yacht. Wir müssen auf die Yacht. Und ich überlege, ob ich dazu vielleicht ein Bötchen baue, um darüber zu setzen, statt zu schwimmen. Das wäre unsere Aufgabe. Wir wollen alle auf die Yacht. Du willst auf die Yacht. Ich will auf die Yacht. Und da können wir doch mal das Praktische mit dem Nützlichen verbinden. Ah, Mann, diese Gewitter, diese plötzlichen. Mit diesem Regen, der sich anhört, als würde der irgendwo in der Hintergasse stattfinden, aber nicht auf einer Insel. So, was ist das? Ein Stein. Das ist ja fantastisch. Hier hätten wir auch ein paar Fischlis. Theoretisch könnte man sich hier natürlich super was Kleines bauen, so eine kleine Butze. Das Problem ist aber A, es ist zu weit weg. Da sind noch zwei Flaschen. A, es ist zu weit weg. Und B. B. Kommen die halt von oben runtergesprungen dann. Haben wir schon mal probiert auf der anderen Seite von diesem Steg. Und da kamen die einfach von oben runtergesprungen, unter anderem. Falls sich der ein oder andere noch erinnert an unsere ersten Versuche, hier was zu bauen. Haie sehe ich nicht. Wir könnten theoretisch auch so rüberschwimmen. Aber ich möchte gerne ein Floß bauen. So wir das denn hinkriegen, natürlich.
Und das Floß möchte ich auch nicht unbedingt in der Nähe des heiligen Ortes bauen oder da, wo jetzt der fette Anker ist oder sonst irgendwas. Ich nehme mir das einfach mal als Aufgabe, ne? Wir wollen auf das Floß, wir wollen alle auf das Floß, aber wir müssen dafür auch was tun. Wie es im Leben halt so ist. Nur Schnaps trinken und Geld sammeln gibt es leider nur in Computerspielen. Meistens muss man etwas dafür tun, wenn man etwas haben möchte, und wir setzen uns hier quasi eine eigene Aufgabe. Halt. Da liegt noch Geld rum. Wie gesagt, nur im Computerspiel. Oder wenn man am Badestrand den Urlaubern ihre Portemonnaies klaut. Das geht natürlich auch. Aber ich glaube, The Forest will da kein Lehrbeispiel sein. So, hier haben wir noch einen Schnaps übersehen. Da ist noch ein Lagerfeuer unter dem Anker. Wir haben offenbar sehr viele Lagerfeuer hier aufgestellt. Sind hier Eingeborene in der Nähe? Da hinten waren welche. Ich wollte eigentlich nur gucken, da ist wieder Alkohol im Spiel. Im wahrsten Sinne, da ist Alkohol im Spiel. Ich wollte eigentlich nur mal gucken, ob die Medizin hier wieder rumliegt, aber nein, die respawnt komischerweise nicht. Die respawnt komischerweise doch. So, das waren wir nicht. Ich war das nicht! Ich war das nicht! Das war ich nicht! Das war ich nicht! Entschuldigung. Der Zorn, der überfällt mich manchmal einfach. Ich bin wie Dr. David Bender. So, Alter, wie viel Alkohol hier rumfliegt. Das kann man doch nie im Leben alles benutzen. Alter Schwede. Hey, wir haben ja einen Fisch benutzt. Warte, warte, warte. Ich hab was für dich. Guck mal, Happy Birthday to you. So. Zum Geburtstag gibt's einen Sperr durch den Kopf. So. Da waren die Eingeborenen. Die Eingebogenen. Wir haben hier ein paar Häuserlis. Da drüben haben wir unser Lagerfeuer, ne? Hier haben wir auch ein Lagerfeuer, das heißt, hier könnte man nachts noch sehen. Theoretisch können wir doch hier eigentlich... Ich guck mal ganz kurz, ob das geht. Ich schau mal. Main Index, Boats. Small Raft, Houseboat. 5 Seile. Wir brauchen hierfür brauchen wir 15 Seile. Ein Houseboat ist super, das wurde sich auch sehr oft gewünscht. 25, 25. Das brennt doch gar nicht. Das ist doch aus. Alter. Voll erschrocken. Warum hat er jetzt... Warum hat er jetzt seine Faust? Warum? Warum? Wieso? Wenn ich nach unten gucke, dann ballt er seine Faust. Ready to wank, Sir? So. Ja, das hat ja super geklappt mit dem Lagerfeuer gerade, das einfach mal. Und wir haben sämtliche Energie verloren. Wir haben auch mega Hunger. Ich glaube, dann koche ich gleich mal was Leckeres. Jetzt aber erstmal ganz kurz. Da wieder aufrüsten. Okay, das Feuer war also aus. So, erstmal die Hand wärmen gerade. Ist eine Mutprobe. So, dann würde ich sagen, wir hauen uns einfach mal... Nee, wir hauen uns einen Fisch da rein, weil... Von denen haben wir ja genug. Irgendwas ist mit seiner Hand komisch. Ich weiß nicht genau was. Hausboot wurde sich gewünscht. Okay, wir brauchen für ein Hausboot jede Menge Seile. Das heißt, es kann ein bisschen dauern. Da Blueprints aber gespeichert werden. Ich weiß nur nicht, ob man mit dem Hausboot auch rumdüsen kann. So, ich esse. Ich überlege gerade, wie ich das sinnvollerweise mache.
arbeiten die kleinen grauen Rädchen. Ich würde gerne ein Hausboot machen. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es aber sinnlos, hier jetzt alles mit Häusern zuzukleistern. Denn hier oben, da wo wir hier gerade sind, huch, schon wieder. Was hat der mit seiner Hand? Hier oben, wo die heilige Stätte der Eingeborenen ist. Ich gehe da nochmal hin ganz kurz, falls es der ein oder andere vergessen hat. Ich muss nur tierisch aufpassen, dass hier keine Eingeborenen sind gerade. Kann sein, dass sie gerade oben bei dem heiligen Baum sind. Da oben ist der heilige Baum. Und ich weiß hundertprozentig, dass die hier ständig Patrouille gehen. Da haben wir noch ein paar Früchtchen. Gut, es ist niemand hier. Das ist sehr gut. So, hier ist der heilige Baum. Davor sieht man schon, haben die Eingeborenen ihren komischen Pfahl aufgestellt. Boah, das würde aber ewig dauern. Ich würde nämlich sehr gerne da unten... Die Yacht von da ist weg. Die ist ja jetzt immer random. Die Yacht wird immer random gesetzt seit dem letzten Patch. Das heißt, die ist jetzt bei uns auf der linken Seite. Hier ist schon wieder ein Toter. Ich würde sehr gerne tatsächlich das Haus hier realisieren. Weil, wenn es nicht ständig regnet, wie jetzt momentan, haben wir hier echt die geilste Aussicht überhaupt. Das muss man einfach mal sagen. Das ist so eine schöne Aussicht. Da will man unbedingt ein Haus haben. Und wenn ich Mann sage, meine ich natürlich mich. So, es tut mir leid. Den Eingang mache ich, glaube ich... Mache ich den Eingang von hinten? Ja, wo muss ich machen, weil wir auf der anderen Seite nämlich kein Fenster haben. Pling, ploing, ploing, pling. Pling, ploing, ploing, pling, pling, ploing. Ich sehe schon wieder kommen. Mist. Wir haben es ja gleich. Dauert nur 100 Stunden, wie ich das hier hin und her drehe. So, das muss reichen. So, Blueprint hier hingesetzt. Da haben wir noch ein bisschen Platz. Links und rechts, ja doch. Sind nicht genau hinterm Baum, sondern hinter dem Hügelchen. Das Problem ist nur, jetzt brauchen wir natürlich 30 Milliarden Baumstämme. Und wir dürfen nicht den Patrouillen begegnen. Das ist, glaube ich, echt ein Problem. Aber ich wollte den Blueprint schon mal hinsetzen. Ich bin voller Hoffnung. Scheiße. Ich will ein Haus haben. Ich weiß, es ist die dümmste Schnapsidee überhaupt und der blödeste Ort überhaupt. Aber ich will da ein Haus haben. Kinder, die was wollen, kriegen was auf die Bollen. Das heißt, wir kriegen bestimmt aufs Maul von den Eingeborenen. Dafür, dass wir hier bauen überhaupt. So, weißt du was? Achso, wir haben die schon aktiviert. Da ball ich meine Faust. So, pass auf, dann haue ich hier die ganze Scheiße einfach weg. So, ich hoffe, das beruhigt sich ja wieder mit dem Rumbaggen. So. Holzfäller. Ich muss nur immer ein bisschen Aussicht halten, Ausschau halten, dass die hier nicht rumlaufen. Da vorne haben wir einen super See. Die super Seen, die irgendwie... Ich habe das Gefühl, die Seen haben uns noch nie was gebracht. In diesem gesamten Let's Play seit Folge 1 hat ein See uns noch nie irgendwie geholfen. Was ist das für ein dünner Baum? Oh, ein Lurch! Haben wir wieder Rüstung. Das heißt, wir haben ja auch gleich Nahrung im naheliegenden Wäldchen. Das ist super. Da drüben sehe ich, glaube ich, noch ein Lurch. Und ein Karnickelhops da hinten auch durch die Gegend frivol. Und ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, ist doch das Flugzeug auch hier in der Nähe abgestürzt, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Oh. Liegt ihr da einfach rum? Ist mir unverständlich. So, überall flattert es, überall hoppelt es. Das heißt, wir kriegen ja auf jeden Fall genug zu essen zusammen. Hier, einen Stick können wir auch noch mitnehmen. Einfach nur, weil er gerade da ist. Ein Stickety-Stick-Stick.
Und da hinten raschelt es auch schon wieder. Aufs Kaninchen! Bats! Alter, wie weit die Baumstämme teilweise fliegen, ist nicht feierlich. Ich muss mal gucken, die rollen hier ja alle runter, ne? Oder da hinten zum Zelt, Alter, die rollen hier alle querfeldein. Alter, hier ist das Paradies einfach. Da gibt es Futter ohne Ende, das heißt, wir sind dann da oben auf dem Berg, haben da ganz tolle Aussicht, wenn die Sonne mal scheint. Ich muss noch ein Feuer machen übrigens, da hinten auch. So, ganz kurz wieder Etappenrennen. Ich will das Haus jetzt aber eigentlich gar nicht fertig bauen, weil wir haben jetzt die ganze Zeit die Brücke gebaut. Und, es macht zwar, hui, es macht zwar Spaß zu bauen, ne, ist ja immer ein Survival-Spiel, ist ja auch natürlich auch ein Crafting-Spiel. Aber ich will doch jetzt nicht 80 Mal hin und her laufen. So, kann ich hier vielleicht irgendwo bauen? Also eigentlich 40 Mal. 41 Mal müsste ich hin und her laufen. Da bin ich hoch motiviert. Ich glaube, ich weiß, was ich mache. Nee. Da müssen wir, trotzdem laufen, müssen wir so oder so. Ach, guck mal, wer da unten kommt. Scheiße. Wir begutachten bestimmt die Baustellen. Ich brauche unbedingt ein Fernrohr. Mach ich eine Faust vor Wut. Was machen die da? Ich glaube, die stellen... Alter... ich glaube, die stellen da unten so ein Warnsignal wieder auf, damit ich gewarnt bin. Einer hat sich hingehockt. Ich glaube, der bastelt da was hin. Und die anderen halten Wache. Und es wird langsam dunkel, habe ich das Gefühl, und wir müssen unbedingt was essen. Problem ist, wenn die jetzt nach oben kommen, müssen wir die wegkloppen oder wir werden weggekloppt. Eins von beidem. Wir können natürlich auch zufällig wegstrafen. Das ist nicht unbedingt die mutige Variante, aber die sichere, um nicht zu sterben. Denn wer sich erinnert, wir waren schon mal in der Höhle, nachdem 7 Stück von denen uns angegriffen haben auf einmal. Das Problem ist, dass hier auch gerne mal 7er Patrouillen rumlaufen. Leuchten wir? Ach, der Molly leuchtet, glaube ich, die ganze Zeit. Ist ja angenehm, da brauchen wir gar keine Fackel. Müsste der nicht irgendwann explodieren in der Hand, wenn der die ganze Zeit brennt? Was, wie läuft der denn? Hat er sich was getan? Der läuft die ganze Zeit, als würde er was tragen. Wahrscheinlich die Verantwortung, die ist sehr schwer. So, da leuchten die Baumstämme und wir leuchten... Ah, jetzt sind da hinten auch welche. Die stehen da jetzt aber auch nur rum gerade. Was machen wir denn jetzt? Gegen 3 kämpfen? Ich meine, wir haben Rüstung, aber wir haben gar keine Ausdauer mehr. Die 3 stehen noch da hinten. Die bewegen sich aber auch alle gar nicht. Die stehen nur rum. Hm, was? Willst du mich verarschen? Super, ey. Die Mollys funktionieren traumhaft. Will ich vom Molly wegwechseln? Naja, die Möwe. Immerhin gibt's jetzt Hähnchen. Da hab ich mich gerade verjagt. Was für eine Kacke. Du willst eine andere Waffe wechseln und der wirft den Molly aus dem Inventar raus. Hat sich voll gelohnt. So. Okay, ich... gut, das wollte ich nicht, aber egal, das haben wir die Rüstung wieder voll. Dann mache ich mir mal gerade einen Fisch einfach, damit wir hier ein bisschen survivalen können. Die bewegen sich keinen Zentimeter. Da hinten laufen sie gerade. Ich hoffe, die sehen unser Feuer nicht. Nein, die laufen wieder weg, wie es aussieht. Ich glaube, die haben ihr Ding aufgestellt und laufen wieder weg. Die Typen stehen noch rum und wissen nicht genau, was passiert.
Die stehen da einfach nur. Ich weiß nicht warum. Wir essen gleich eine Runde und dann gehen wir mal wieder zurück zu unserer Baustelle und gucken mal. Ein Lager da oben auf dem Berg zu machen ist, glaube ich, unklug. Ein Haus geht, aber ein Lager zu machen wäre, glaube ich, relativ unklug. Denn wenn wir da pennen gehen, könnten die jederzeit wiederkommen. Was ich gerne machen wollen würde. Die haben hier doch 100 pro irgendwas aufgestellt. Ich sehe momentan gar nichts, weil es einfach wieder viel zu dunkel ist. Scheiße, das können wir heute nicht mehr machen. Shit. Wir haben jetzt hier ein Lagerfeuer. Wieso liegt da eine tote Möwe? Wir haben jetzt hier ein Lagerfeuer. Da hinten hängen immer noch die drei Stooges rum. Scheiße, ich weiß jetzt nicht genau. Ich will jetzt hier irgendwo ein Lager hinbauen, ich weiß aber nicht wo. Da hinten an den drei Typen können wir nicht vorbei. Und da oben auf dem Berg ist, glaube ich, eine törichte Idee, da was hinzubauen. Hier haben wir ditte Dinge da hinten. Vielleicht kann ich hier was hinbauen. Ich sehe nur leider überhaupt nichts. Moment. Wir stehen schon im Wasser. Vielleicht hier so ganz. Ich dachte gerade, die kommen schon. Hier vielleicht ganz an den Rand. Machen wir einfach hier so ein Temporari-Shelter. Mist, ich wollte es noch drehen. Egal. Okay, uns fehlen Zweige. La 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 la. Mhm. So, liegen hier auch Zweige rum oder nur Steine? Ich habe ein bisschen Bammel, dass sie uns gleich sehen hier, weil es gerade Nacht ist. Weil wir hier in Richtung Wald müssen und weil ich die Patrouillen hier absolut nicht einschätzen kann. Wieso haben wir den Speer aktiviert? 3 von 11 Sticks. Ich glaube, wir brauchen gar keine 11. Das ist eine ganz tolle Idee, hier rumzulaufen mit dem Feuerzeug auch. Ich lausche gerade auf Schreie in der Nähe. So, can't carry any more sticks. Dann machen wir uns ein kleines Lager für die Nacht immerhin. Was ich auch mal gerne machen wollen würde übrigens, so ein bisschen Höhlen-Sightseeing. Es gibt ja mehrere Höhlen auf der Insel. Ich weiß jetzt, habe jetzt leider gerade keine Map neben mir, wo ich mal gucken könnte, wo die sind. Oh, da liegt wieder Geld. Vielen Dank. So. Ich steige erstmal hier unten in die Hütte rein. Jetzt müsste es wieder. Ist es Tag oder ist es. Ich kann das nicht einschätzen. Da hinten ist es hell. Hier liegt wieder Geld. Essen brauchen wir momentan nichts. Pling, ploing, ploing, pling. Hallo? Freunde? Da hinten leuchtet irgendwas. Also nicht die Beeren, sondern ganz weit hinten da im Walde. Ich weiß nicht, ob es von der Sonne eingeleuchtet wird oder ob das nur so vor sich hin leuchtet. Hm.
Also es wird auf jeden Fall gerade Tag, das ist sehr gut. Was ich hier gerne machen wollen würde, ich weiß nicht genau, ob ich das wiederfinde, wenn ich das jetzt baue. Pass up. Storage, und zwar einen Lockholder. Also nicht nur einen eigentlich. So, ich hoffe nur, die werden mir nicht gleich wieder weggenommen von irgendwelchen bösen Eingeborenen. So. Drei reichen hoffentlich. So, fertig. Okay, das hat nicht so gut funktioniert. Hallo? So. Scheiße. Hier liegen auf jeden Fall eine Menge Stickies rum. Das sieht aus wie eine Spur in den Wald. Und da ist der See. Dem See traue ich nicht. So, die Seen waren überall hoch angepriesen. Jeder meinte, du musst unbedingt zum See, du musst unbedingt zum See. Aber ich habe den Vorteil nie so wirklich gesehen dabei. Warum kann ich denn nicht mal mit der Axt schlagen? Nein, weg damit. Wo ist denn die Axt? Willst du mich verarschen? Alter! Ah! Hm. Okay, haben wir die Stickies voll? Ist es das, was er mir sagen will? Ich glaube, das ist genau das, was es bedeuten soll. Ich glaube, da lag auch gerade die Axt. Die haben wir einfach für die Stickies weggeschmissen. Da muss auch noch ein bisschen gefixt werden. So, 10 von 16 haben wir... Ich verstecke mich am Lagerfeuer. Da findet mich nie jemand. Stehen die da hinten immer noch rum? Das sind, glaube ich, jetzt nur noch Bäume. Die sind weg. Wo gehen die hin? Die gehen nach oben. Natürlich zum heiligen Place. Ich hoffe nur, die sehen nicht unsere kleine Konstruktion, die wir da hingesetzt haben. Tja, dann würde ich sagen, es wird Zeit für den Endscreen. Ach, den hatten wir schon lange nicht mehr. Ach, wie süß. Natürlich genau jetzt, wo man damit immer nichts sieht. Jetzt stehen die da rum. Endscreen machen wir später, weil ich gehe jetzt hier in den Endscreen. Ich kann das Spiel ja nicht pausieren, das ist ja das Blöde. Jetzt gucken die da. Ich dachte, die gehen jetzt nach oben. Der Mann mit den Händen. Schau mal kurz nach hinten. Da ist alles safe. Hallo. Tja, da ist ja wohl doch der Endscreen. Es tut mir leid, aber die Folge war sowieso schon viel zu lang. Die ist schon wieder viel zu lang, Mann. Also, 20 Minuten sind Standard. Ich muss nochmal erwähnen. Ja, wir sind nicht besonders weit gekommen. Immerhin sind wir jetzt in der Nähe vom Schiffchen. Wir werden uns wohl doch kein Hausboot bauen. Ich würde mir gerne Floß bauen. Das Problem ist einfach nur, ich glaube, es gibt zu wenig Seile, die wir momentan finden können. Dafür müssen wir die Höhlen abklappern, wie es aussieht. Auf der Insel selbst gibt es keine Seile. Später kann man vielleicht auch aus Baumwolle welche herstellen. Ich weiß es nicht. Momentan tun wir uns da alle noch ein bisschen schwer. Und da würde ich jetzt ungern ein Floß bauen und die Seile dafür verbraten, wenn wir ein Hausboot bauen können. Bei dem weiß ich allerdings noch nicht genau, wo wir das eigentlich haben wollen, denn es muss ja auch schön gelegen sein. Das kannst du ja nicht einfach irgendwo hinklatschen, weil das Ding ist teuer von den Materialien her. Also brauchst du eine schöne Location, damit es sich lohnt, wenigstens ein einziges Hausboot zu bauen. Und diese Location finden wir auf jeden Fall noch. Jetzt haben wir da oben eine Baustelle angefangen, da beim Baum. Die machen wir auch weiter, nicht unbedingt jetzt. In der nächsten Folge erstmal die Lockholder, einfach um die Loks einzusammeln, damit die nicht despawnen. Und dann schauen wir mal, irgendwann bauen wir das Häuschen weiter und ziehen dann erstmal in der nächsten Folge unserer Wege, wenn es denn geht. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss!